Schönen guten Abend. Wir freuen uns, dass Sie alle da sind, dass wir heute zu unserem ersten Online-Vortrag Sie begrüßen dürfen. Online-Vortrag, deswegen hoffen wir auch ein bisschen auf Nachsicht, falls vielleicht nicht alles ganz so gut funktioniert. Wir geben uns natürlich große Mühe. Wir freuen uns, dass wir heute Herrn Wagner vom Zentrum für Kindesentwicklung und Familientherapie begrüßen dürfen zum Thema Umgang, Verlust und Trauer im Kindergartenalter, was ja doch auf dem ersten als recht schwieriges Thema wirkt. Wir freuen uns auf einen interessanten Abend. Wir haben den Online-Vortrag zusammen mit dem Stadtelternrat der Kitas, der Stadtbibliothek Buxtehude und der Volkshochschule organisiert. Mein Name ist Susanne Rammelt. Ich bin unter anderem hier für den Jugendschutz bei der Hansestadt zuständig, arbeite dementsprechend auch eng mit meiner Kollegin Frau Michewski zusammen, die für den Bereich der Präventionsarbeit zuständig ist. Und genau, ich gebe einfach ab, wünsche schon mal einen interessanten Abend und wünsche viel Spaß. Ja, vielen Dank. Ja, meine Kollegin hat es gerade gesagt, mein Name ist Tanja Michewski, ich bin für die Präventionsarbeit für die Kinder und Jugendliche hier in Buxtehude zuständig. Vom Ablauf her wird es heute Abend so sein, dass Herr Wagner gleich kommen wird und ungefähr so 45 Minuten einen Vortrag halten wird. Anschließend besteht die Möglichkeit, dass Sie auch Fragen stellen. Wir werden im zweiten Teil des Vortrages auf diese Fragen eingehen. Zwischendrin, zwischen Frage und Vortrag, werden ungefähr so 5 bis 10 Minuten Pause sein, damit Sie sich dann auch nochmal erholen können, vielleicht nochmal woanders hingehen können. Genau. Wir hoffen, dass Ihnen der Vortrag heute gefällt und würden uns auch über ein Feedback per E-Mail gerne von Ihnen freuen, dass wir gegebenenfalls solche Formate auch nochmal wiederholen. Ja, wir wünschen uns allen und Ihnen einen schönen und interessanten Abend. Und wir begrüßen Herrn Wagner recht herzlich. So, auch von mir ein herzliches guten Abend und vielen Dank an die Stadt Buxtehude, die jetzt im Hintergrund auch die Regie führt, für die Einladung zu einem, vielleicht auch nicht so ganz einfachen, vor allen Dingen aber auch zu einem nicht ganz leichten Thema, wenn es darum geht, Tod und Sterben, Umgang mit Trauer, Kindesalter beziehungsweise genau genommen für Kinder im Kindergartenalter geht. Vielleicht einfach mal vorweg ganz wichtig, es gibt nicht die pauschale Antwort. Jede Familie ist einzigartig, jede Familie ist ein einzigartiges System überhaupt und jede Familie braucht wirklich für sich auch ganz eigene Antworten, um mit diesem Thema umzugehen. Das ist auch bei diesem Vortrag zu berücksichtigen und deshalb haben wir den auch in 2 Teile geteilt. Nämlich den einen sehr allgemeinen Teil, der vor der Covid-19-Pandemie dafür gedacht war, vom Vortrag her, ihn vor den Eltern in der Stadt Buxtehude sozusagen live oder analog zu halten und jetzt halt zu einem Online-Vortrag geworden ist. Und was auch nochmal ganz wichtig ist, auch die Kollegen einzuladen, die jetzt sich auch dazu geschaltet haben. Und ich hoffe natürlich, dass auch die Kolleginnen und Kollegen aus den Praxen, aus den stationären Einrichtungen auch ihren Teil dazu beziehungsweise daraus ziehen können. Und deshalb gibt es dazu auch nochmal einen 2. Teil. Das heißt, nach dem Vortrag, das, was Frau Michewski und Frau Rammelt schon angekündigt haben, besteht dann die Möglichkeit, im Chat Fragen zu stellen, die wir hier dann auch live online versuchen zu beantworten. Also, herzlich willkommen und ich habe den Vortrag in 5 Fragen aufgegliedert und würde die Regie bitten, einmal die erste Frage einzuspielen. Was macht uns als Erwachsene grundsätzlich den Umgang mit dem Tod, dem Verlust und auch der Trauer um einen Menschen so schwierig? Jetzt kann man nicht pauschal sagen, früher war alles besser, bei Weitem nicht.
in einer Zeit, so vor über 100 Jahren oder 150 Jahren, da war es ganz normal, dass Leben und Sterben innerhalb eines Hauses ganz nah beieinander lag. Das heißt, dass nicht nur Kinder geboren wurden im Haus und die Familie daran teilnahm, sondern dass auch Menschen starben, ob nun junge oder auch alte, und die Familie die Chance hatte, von diesen Menschen Abschied zu nehmen. Sie konnten zum einen die Krankheit begleiten, zum anderen konnten sie auch Abschied nehmen. Und der Leichnam wurde nicht üblicherweise sofort nach dem Tode entfernt oder überführt, so wie es heute ist, sondern er blieb mehrere Stunden, teilweise ja auch sogar mehrere Tage dann im Haus, sodass alle Familienmitglieder, auch die Kinder und auch Nachbarn und Freunde der Familie Abschied nehmen konnten. Das war eine Kultur. In unserer heutigen Kultur ist, wenn der Tod eintritt, die Polizei verständigt wird, der Rettungsdienst kommt und gegebenenfalls auch dann der Bestatter, so wird der Leichnam dann sofort in der Regel auch mitgenommen, wenn verbleiben überhaupt nur einige wenige Stunden. Und da die Familien in unserer Zeit heute weit verzweigt sind, bleibt dann nicht allen Familienmitgliedern mehr die Zeit, Abschied zu nehmen. Unser Glaube an die Planbarkeit, der ist sehr groß geworden. Und als Eltern wollen wir gerne unsere Kinder vor allem, was Schmerzen bereiten könnte, was Unwill ist oder unangenehm ist, beschützen. Alles ist möglich, ist unter anderem eine Maxime unserer Gesellschaft. Der Tod aber setzt hier eine ganz deutliche Grenze und konfrontiert uns mit einem Male, mit einem Schlag damit, dass das Leben zu Ende sein kann und nichts mehr planbar ist und die Dinge sozusagen aus dem Ruder laufen. Eins vergessen wir allerdings an der Stelle immer. Eigentlich sind wir totale Experten im Abschied nehmen, Verluste ertragen oder auch Übergänge zu gestalten. Das heißt nicht, dass ich hier meine, dass es immer dazu kommt, dass nur Menschen sterben, sondern unser ganzes Leben lang hindurch, wenn Sie mal überlegen, von Ihrer Schullaufbahn her, Sie wurden eingeschult, Sie haben die Grundschule gemacht, Sie sind auf eine weiterführende Schule gegangen und diese Übergänge, die haben wir alle geschafft zu gestalten. Wir haben auch gelernt, gerade auch in unseren unbeschreiblichen Zeiten, auch Dinge hinnehmen zu müssen, die wir uns so gar nicht gewünscht hätten. Das kann zum Beispiel auch die Sorge um den Arbeitsplatz sein oder sogar den Verlust des Arbeitsplatzes. Und auch hier versuchen wir auszuhalten, zu gestalten, den Übergang. Und manchmal ist das auch mit großer Trauer verbunden. Also das heißt, dass es nicht immer gelingt, einen Job, eine Arbeit, eine berufliche Tätigkeit, die man gerne gemacht hat, dort den Weggang so zu gestalten, dass es einfacher wird. Und viele Menschen brauchen viel Zeit, um diesen Übergang für sich gestalten zu können. Wenn Sie für sich überlegen, wie viel Sie schon gemacht haben vom Schulwechsel, vom Um- oder Wegzug von der Stadt auf den Land, auf das Land oder auch einfach innerhalb der Städte gewechselt haben, manche vielleicht sogar Umzüge gemacht haben von ganzen Kontinenten, so werden Sie feststellen, dass Sie eigentlich Experten sind. Aber als Eltern
ist es unser größtes Bestreben, eigentlich die Kinder vor all diesem Schmerz zu bewahren. Und das macht es für uns so schwer. Eine Frage, die sich für viele Erwachsene stellt, das ist die zweite Frage und die bitte ich mal einzuspielen. Können Kinder überhaupt schon trauern? Jetzt werden Sie wahrscheinlich überrascht sein, dass ich grundsätzlich mit dieser Frage komme. Denn als Eltern oder auch als Fachleute, das heißt als diejenigen, die tagtäglich auch mit Menschen zu tun haben, die Verlust erleben oder aber auch als Eltern, die versuchen, ihre Kinder vor Verlusten und Schmerzen zu beschützen, ist es doch vollkommen klar, eigentlich, dass Kinder trauern können. Erst Mitte der 90er Jahren hat sich der Blick auf die kindliche Trauer gewandelt. Weil bis ungefähr Mitte der 90er Jahre ging man davon aus, dass Kinder noch gar nicht die geistige oder emotionale Reife haben, überhaupt Trauer empfinden zu können. Ich würde ja jetzt gerne auf der anderen Seite das Kopfschütteln sehen, die Zustimmung oder vielleicht den einen oder anderen, der sich nachdenklich am Kopf kratzt. Aber tatsächlich, bis Mitte der 90er Jahre wurde das eigentlich abgelehnt. Astrid Lindgren, die große schwedische Schriftstellerin, die hat einen Satz geprägt, den ich sehr schön fand und den ich mitgebracht habe. Die Trauer der Erwachsenen ist wie das Waten durch einen Fluss. Kinder stolpern durch Pfützen der Trauer und springen wieder heraus. Also, können Kinder überhaupt den Tod verstehen? Grundsätzlich, wie stark das Verständnis von Kindern von Tod und Sterben geprägt ist, ist mit abhängig vom Elternhaus. Das heißt, welche Erfahrungen hat das Kind schon mit diesem Thema im Elternhaus beziehungsweise durch die Eltern vermittelt bekommen, gemacht? Wenn wir uns die verschiedenen Entwicklungsstufen eines Kindes ansehen, dann können wir natürlich sagen, dass Säuglinge noch kein Verständnis für Tod und Trauer haben. Was wir aber mittlerweile durch die Forschung wissen, ist, dass selbst Säuglinge die traurige Stimmung und die Veränderung in ihrer Umwelt deutlich wahrnehmen können. Das wurde herausgefunden unter anderem von Psychologen beziehungsweise auch von Biologen, die dort ihre Beobachtungen zugemacht haben. Wenn zum Beispiel Trennungsangst im Raum schwebt bei Säuglingen, so zeigen die Säuglinge das deutlich an durch Unruhe, durch Weinen und auch durch Schreien. Man sagt so, ab etwa dem vierten Lebensmonat sind Säuglinge in der Lage, Trauerreaktionen zu zeigen. Wenn wir jetzt vom Thema her auf die Vorschulkinder kommen, dann gestaltet das sich natürlich wesentlich bunter. Und das liegt daran, dass die Welt der Vorschulkinder, das heißt so, ab dem circa 3,5 Lebensjahr, diese Welt ist voller Magie. Das heißt, wenn Sie sich das vorstellen oder sich vielleicht Gedanken machen, wie war es für Sie selbst in dieser Zeit, dann werden Sie sich noch erinnern, dass es keine Grenze gab zwischen Lebewesen und unbeliebten Gegenständen. Denken Sie an Ihren Teddy oder an Ihre Puppe oder an all die Dinge, die Sie abends mit ins Bett genommen haben, geknuddelt haben, die Sie mit zur Schule genommen haben, beziehungsweise natürlich vom Alter jetzt mit in den Kindergarten genommen haben. Und Dinge, die Sie teilweise heute auch noch in Pappkartons auf dem Boden oder vielleicht auch noch im Wohnzimmerschrank, auf dem Bücherregal, Teddys, Puppen und viele Dinge aus Ihrer Kindheit stehen haben,
weil sie immer noch eine emotionale Bindung daran haben. Ja, die Welt der Kinder ist voller Magie und ein Teil davon haben wir uns wirklich bewahrt. Also zumindest, wenn man sieht, wenn Menschen ihr erstes Auto auf den Schrottplatz bringen und dort Abschied von ihm nehmen, so mag man das eigentlich kaum glauben, dass das an und für sich ein unbelebter Gegenstand ist. Man hört, dass diese Autos Namen haben. Man sieht, mit was die Autos ausgestattet worden sind. Man sieht das Tränen fließen, wenn das Auto dann auf den Schrottplatz weitergefahren wird oder direkt gleich in die Schrottpresse gelegt wird. Man sieht so viele Tränen fließen, so viele Erschütterungen teilweise sehen. Und wenn man auch, na, ich sag mal, meistens ja im Moment sind es immer noch die Männer, mit welcher Inbrunst sie ihre Autos pflegen und hegen und dran rumschrauben, viele Stunden am Wochenende, so könnte wahrscheinlich manche Partnerin oder Ehefrau doch deutlich von Eifersucht gekennzeichnet sein. Die Hinwendung, das heißt dieses magisch-animistische Weltbild, haben wir uns auch noch als Erwachsene bewahrt. Teilweise sogar heute noch, wenn Sie sich vorstellen, wenn Sie nachts zum Kühlschrank gehen, und sie stoßen dabei mit dem Zeh an ein Stuhlbein, dann müsste man ja eigentlich sagen, was kann der Stuhl dafür? Der stand schon die ganze Zeit da. Vom Fluchen her weiß man ziemlich genau, dass sie dann einem relativ unbelebten Gegenstand viel menschliche Gefühle zumessen an der Stelle. Bei Kindern erfolgt noch keine vollständige, klare Unterscheidung zwischen Erinnerung, Wunsch, Fantasie, Gedanke und Körperempfindung. Die eigentliche Wahrnehmung des Todes bei einem Kind setzt erst mit dem circa 4. Lebensjahr ein. Das 4- bis 5-jährige Kind, ungefähr in diesem Alter, sieht den Tod oder erkennt den Tod nur als etwas an, das anderen widerfährt. Sich selbst noch nicht. Und wenn Sie selbst Kinder haben, dann werden Sie sich an manche Szene erinnern, wo das Kind einfach mal auf die Straße lief vor ein Auto, weil es wissen wollte, wie es sich anfühlt, angefahren zu werden oder tot zu sein. Und wenn man dem Kind erklärt, dass das ein sozusagen Never-Come-Back-Ticket ist, wird man auch immer wieder feststellen, dass das Kind zwar zuhört, aber im eigentlichen Sinne nicht versteht, was es bedeutet. Den eigenen Tod gibt es emotional für das Kind nicht und ist emotional für das Kind auch nicht vollständig erfassbar. Das Kind fängt erst in diesem Alter an, eine eigene Vorstellung von belebten und unbelebten Menschen und Gegenständen zu entwickeln. Und das Kind hat, ich nenne es mal, parallele Welten. Das heißt, Kinder kennen dann zwar schon das Wort Tod, aber es hat halt, so wie ich eben gerade sagte, für die Kinder noch keine endgültige Bedeutung. Sie erleben nicht nur, dass der Tod etwas ist, was nur anderen zustößt, den Nachbarn oder vielleicht im Mund von Nachbarn, aber es existiert tatsächlich noch nicht die vollständige Vorstellung davon, was der Tod im Ergebnis und auch langfristig bedeutet. Das merkt man tatsächlich daran, dass wenn man mit den Kindern im Gespräch ist, ob nun als Eltern oder aber auch als Erzieher, als Pädagoge, als Lehrer oder vielleicht auch als Therapeut, dass die Kinder zwar zuhören und bestätigen und auch wissen, dass jemand gestorben ist, aber im nächsten Satz gleich danach erzählen, dass abends ja der Papa, der gestorben ist, wiederkommt und das Kind ins Bett bringt.
Das macht es natürlich für uns auch als Eltern sehr schwer, an der Stelle bei dem Kind deutlich zu machen, worum es eigentlich geht, dass Papa das nicht tun werden kann. Was Kinder aber in diesem Alter schon können, und das ist die ganz besondere Herausforderung dabei, eine Vorstellung davon zu entwickeln, dass sie eventuell mit etwas dafür verantwortlich sind. Ich will nicht das Wort Schuld benutzen, weil es an der Stelle aus meiner Sicht noch nicht angebracht ist, aber dass sie mit dafür verantwortlich sind, in irgendeiner Form etwas getan zu haben oder nicht getan zu haben und dass dadurch der Tod bei einem Familienangehörigen eingetreten ist. Das ist aus der Sicht von uns Erwachsenen völlig irrational. Nicht aus der Sicht und aus der Vorstellung eines Kindes. Und das hat oftmals etwas auch mit den Formulierungen zu tun, die wir benutzen. Ich greife jetzt schon mal ein bisschen vor, zu einem Thema, was wir gleich im Verlauf noch haben werden. Aber zum Beispiel, wenn dem Kind gesagt wird, dass Papa oder Mama oder Onkel Karl, wer auch immer, nun in einer besseren Welt ist. Und wenn Sie sich einen kleinen Moment Zeit nehmen und überlegen, was das bedeutet, in einer besseren Welt zu sein, also das heißt, an einem Ort zu sein, der besser ist als hier. Und jetzt mit kindlichem Verständnis daran gehen, dann ist es tatsächlich nachvollziehbar, dass sich Kinder auch die Frage stellen, liegt es daran, dass ich etwas zu wenig oder eventuell zu viel getan habe? Es leitet über zu meiner dritten Fragestellung. Die Fragestellung, sollte das Kind, sollte mein Kind in der Zeit des Sterbens eines Angehörigen und bei Todesfällen aktiv mit eingebunden werden? Jetzt sind wir wieder bei der Einleitung. Jede Familie ist ein einzigartiges, geschlossenes, perfektes System. Und darauf kann man natürlich auch, was ich eingangs sagte, keine pauschale Antwort finden. Auch hier gibt es erst seit circa der 90er Jahren eine Veränderung vom Standpunkt her. Lange Zeit, das heißt also wirklich bis auch in die Mitte der 90er, dachte man, der ganze Trauerprozess dient eigentlich nur dazu, sich emotional von der verstorbenen Person zu distanzieren oder zurückziehen zu können. Das heißt, das berühmte Trauerjahr, was es ja heute in der Form leider so nicht mehr gibt, diente eigentlich nur dazu, Abstand zu gewinnen und sich von dieser verstorbenen Person verabschieden zu können. Jetzt fiel nur auf, an der Stelle, dass das Ganze hakte. Dass die Menschen deutlich mehr Zeit brauchten als nur das Trauerjahr, um zu einem Abschluss und zu einer emotionalen Distanzierung zu diesem Menschen zu finden. Verena Kast und Frau Kübler-Ross, das sind die beiden großen Trauerforscher. Die haben ja 4 bzw. 5 Trauerphasen definiert. Und eine Phase davon, beide benennen sie als die Wutphase. In dieser Phase zeichnete sich ab, dass es natürlich auch eine Wut auf den Verstorbenen gab. Eventuell war er mit einer derjenigen, die zum Familieneinkommen maßgeblich beitrugen oder allgemein auch beitrugen. Zum anderen war es aber auch die Wut, wenn gefragt wurde, na, geht's denn jetzt langsam wieder oder du musst doch mal gut sein.
Es hat sich zum Glück langsam ein neuer Standpunkt durchgesetzt und wir hoffen natürlich alle, dass er weitergetragen wird, in der es darum geht, die Bindung zu dem Verstorbenen weiter zu erhalten, sie aber zu verwandeln und damit auch besser bewahren zu können. Ich muss nicht einen Menschen, den ich geliebt habe, einen Menschen, zu dem ich viel Vertrauen hatte, ich muss mich nicht emotional von ihm distanzieren. Ich brauche auch kein Trauerjahr, um zu sagen, ich habe jetzt abgeschlossen. Sondern ich habe die Möglichkeit, all das, was ich an Liebe habe und all das, was ich an Erlebnissen mit diesem Menschen hatte, bewahren zu dürfen und zu verwandeln und zu behalten. Und wir haben in unserer Arbeit erfahren, dass wenn wir Menschen diesen Gedankengang anbieten, dass sie sehr viel schneller aus der Wutphase herauskommen, durchatmen können und in die nächste Trauerphase schneller hineingehen können. Die Trauerphasen der Erwachsenen, die unterscheiden sich deutlich von den Trauerphasen eines Kindes. Das ist das, was Astrid Lindgren meinte mit ihrem Spruch, Erwachsene warten in ihrer Trauer durch Flüsse und Kinder springen in die Pfützen hinein und auch wieder hinaus. Manchmal kann man da tatsächlich auch schon die Bremsen quietschen hören. So weiß ich, als ich meinem Sohn erzählt habe, dass sein Großvater gestorben ist, da war diese erste Trauer, ich schätze mal, 30 Sekunden. Man konnte den Schock in seinen Augen sehen, man konnte das Innehalten spüren, ja sogar das Innehalten der Atmung. Und dann ging es weiter. Das heißt, er stieg aus dem Auto aus und fing an zu spielen. Und als ich ihn gefragt habe, ob er verstanden hat, worum es geht, da sagte er deutlich, ja, ja, Opa ist gestorben. Die Trauerphasen der Erwachsenen, auf die wir hier an dieser Stelle nicht eingehen wollen, aber nur ganz kurz erwähnt, die Trauerphasen von Erwachsenen, ob es nun 4 nach Kast oder 5 nach Kübler-Ross sind, die laufen nicht hintereinander ab. Das wäre auch eine schöne Geschichte, dann wüsste man genau, wo man steht. Auch wir Erwachsenen erleben Trauer sehr vielschichtig. Das heißt, die Trauerphasen wechseln sich ab, können unterschiedlich häufig wiederkommen und begleiten uns die ganze Zeit. Auch da springen wir. Wenn wir, ob nun als Fachleute, als Coaches, als sogenannte Experten oder aber auch als Eltern selber überlegen, ob wir unsere Kinder mit in die Trauergestaltung hineinnehmen wollen, sie mit einbeziehen wollen, dann sollten wir uns einige Fragen vorab stellen. Fragen in etwa, wie alt ist das Kind gerade? Oder wie viel Schutz und Fürsorge kann meinem Kind oder kann dem Kind im Augenblick gerade gegeben werden? Welche Bedeutung hat das Einbeziehen für das Kind und auch für das eigene Leben? Wie hilflos erlebt sich das Kind in dieser Situation selbst? Und wie stark wird die Welt des Kindes durch die Information auch eventuell erschüttert? Anders, was spricht für die Beteiligung eines Kindes am Trauerprozess? Grundsätzlich, ein Kind nicht mit einzubeziehen, bedeutet natürlich auch, dem Kind die Informationen, die wichtig sind, nicht zu geben. Und ich glaube, Sie kennen so Situationen aus Ihrem eigenen Familienleben, aus dem eigenen Ehe- oder Partnerschaftsleben, wenn der Partner nach Hause kommt und Sie hören schon am Schritt, am Brummeln, oder am Umdrehen des Schlüssels im Schlosses, dass etwas nicht in Ordnung ist.
Der Partner kommt herein oder die Partnerin und Sie sehen ihm definitiv an, da stimmt was nicht. Und Sie sprechen ihn an und er sagt, nee, alles in Ordnung. Wenn Sie einen großen und gesunden Selbstwert haben, dann werden Sie sagen, naja, okay, gut, er wird mir schon sagen, was Sache ist, wenn die Zeit dafür reif ist. Die meisten machen sich jedoch im Laufe des Abends Gedanken darüber, ob ich was damit zu tun haben könnte, ob es meinetwegen ist, ob vielleicht der Streit vom Vortrag dann schuld ist, ob vielleicht eine andere Sache, die im Haushalt gerade nicht läuft oder etwas, was schon lange gärt, mit dran schuld sein könnte. Genauso geht es Kindern an der Stelle auch. Und es gibt ein sehr schönes Bild, das ich den Eltern dann an der Stelle immer erzähle. Das ist eine Mutter, die in jeder Hand zwei schwere Einkaufstaschen trägt. Das könnte auch ein Vater sein. Wir wollen ja da noch nicht immer auf die Frauen gehen. Also ein Mann oder eine Frau, die zwei schwere Einkaufstüten in jeder Hand trägt. Es regnet. Und man sieht, wie aus dem Vater oder der Mutter oben am Kopf so Kopfgedankenblasen entspringen, gemalt sind. Und man kann sehen, was der oder diejenige so alles über den Tagesverlauf noch zu tun hat. Arzttermin vereinbaren, Wäsche bügeln, Telefonate führen, vielleicht auch noch andere Einkäufe machen. Das alles geht dem Vater oder der Mutter im Kopf herum. Das Kind, das mit seiner Hand noch am kleinen Finger hängt und hochschaut, das sieht natürlich die Gedankenblasen nicht. Das Kind macht sich eigene Gedanken. Und die Gedanken sind in der Hinsicht, Mama oder Papa, je nachdem, ist ärgerlich auf mich. Ich betone das deshalb nochmal so deutlich, weil wir als Erwachsene in der Regel nicht das kindliche Vorstellungsvermögen, die kindliche Fantasie in unseren Gedankengängen berücksichtigen. Also, zurück zu meiner Frage. Was spricht eigentlich dafür, ein Kind am Trauerprozess oder auch beim Sterben eines Menschen zu beteiligen? Das Kind bleibt grundsätzlich nicht mit seinen Gedanken allein zurück, einsam, sondern es besteht die Möglichkeit, dass das Kind sich mitteilen kann und auch wir uns den Kind mitteilen können. Die Kinder erfahren auch, dass sie zum Beispiel einen Beitrag leisten können. Und es entstehen keine Familiengeheimnisse. Ganz häufig in der Arbeit mit den Familien erleben wir es, wenn gekommen wird, und ich glaube, das sagte ich eingangs schon, wenn die Kinder im Trauerprozess feststecken und wir im Gespräch herausfinden, dass die Kinder noch gar nicht wissen, dass überhaupt jemand gestorben ist und woran er gestorben ist, dass dies natürlich der Nährboden für viele Familiengeheimnisse ist. Nicht nur die Ängste der Kinder können besprochen werden, sondern auch die Fantasien der Kinder. Und es gibt ein Beispiel, das wir häufig auch in der Praxis immer wieder erleben, dass Kinder Angstzustände haben durch etwas, was sie nicht gesehen haben. Sie kennen das, also gehe ich von aus. Ein Gruselfilm im Fernsehen. Und was macht man natürlich an der spannendsten Stelle? Und natürlich auch die Kinder. Sie nehmen die Hände vor die Augen und hören nur noch, was passiert. Also, die kindliche Fantasie ist viel ausgefeilter als das, was sich ein Steven Spielberg oder sonst ein Gruselmeister überhaupt ausdenken kann. Wir empfehlen immer an der Stelle zu sagen, sieh hin. Weil das, was das Kind erblickt hat, darüber können wir reden. Über die Fantasien, die die Kinder sich ausmalen, da lässt sich manchmal nur mit
mit viel Liebe herankommen. Und auch dann fällt es den Kindern oftmals sehr schwer. Kinder am Sterbeprozess eines Angehörigen zu beteiligen oder aber auch am Trauerprozess beziehungsweise auch bei der Beerdigung bietet die Möglichkeit, die vielfältigen Möglichkeiten, das Kind aktiv zu beteiligen. Aktiv zu beteiligen heißt dann, wie gesagt, auch ein offenes Ohr für die Kinder zu haben. Sie können ihre Ängste ansprechen, sie können ihre Wünsche ansprechen. Und was ich immer wieder sehr erstaunlich finde, wenn es die Möglichkeit gibt, dann wollen tatsächlich die Kinder auch den Leichnam anfassen. Denn zu verstehen, dass ein Mensch gestorben ist, hat nichts Vergleichbares mit dem, was es heißt, es tatsächlich zu begreifen. Zu begreifen, dass ein Körper kalt geworden ist. Und die Fragen, die die Kinder dann an der Stelle haben, sind dann sehr viel ausgefeilter, sehr viel differenzierter, sehr viel klarer. Manche Kinder möchten dann gerne wissen, wie es eigentlich ist mit dem Körper und mit der Seele und was der Tod eigentlich bedeutet und was der Unterschied zum Schlafen ist. Oftmals wird gesagt, dass wenn ein Mensch gestorben ist, dass er jetzt schläft und tief schläft. Gehen Sie nochmal in das kindliche Verständnis hinein. Überlegen Sie mit den Ohren, den Augen und der Seele und dem Verstand eines Kindes, was es bedeutet, wenn ein Mensch tief schläft, in einen Sarg gebettet wird und, ich glaube es sind 2 Meter, tief in die Erde eingelassen und mit Erde bedeckt wird. Haben Sie die gleiche Fantasie wie ich? Die Kinder, die dann bei uns in der Beratung sind oder die Familien, die dann bei uns in der Beratung sind, ganz häufig kommt dann an der Stelle die Frage, was ist, wenn er wieder aufwacht? Es ist wichtig, einen Unterschied zwischen Tod und Schlafen zu finden. Der Mensch, der gestorben ist, schläft nicht. Er ist tot. Und das, obwohl es scheinbar so hart für uns klingt, gibt dem Kind aber die Gewissheit, es muss sich keine Sorgen darum machen, wie es ist, wenn er im Grab wieder aufwacht, dunkel und nicht weiß, wie er da rauskommen soll. Wie und wann spreche ich mit meinem Kind? Kinder spüren die Anspannung, das hatte ich schon gesagt. Kinder spüren die Anspannung ihrer Eltern. Wenn Kinder keine Erklärung bekommen dafür, dann suchen sie Alternativerklärungen. Und ein Kind, das heißt ein Mensch mit einem vielleicht 4,5-jährigen Verstand, wird mit Sicherheit keine harmloseren Alternativerklärungen finden können, als wie ich sie, wie wir sie ihm als Erwachsene geben können. Wir lassen das Kind mit seiner Fantasie und den Grenzen seiner möglichen Auffassungsgabe alleine. Vielleicht ist bei dem einen oder anderen, der jetzt online mit zuhört, in dem Alter tatsächlich auch einmal ein Familienangehöriger gestorben. Und vielleicht haben Sie auch die Möglichkeit, so ein Stück zurückzudenken und zu überlegen, wie es für Sie damals war. Welche Ideen und Gedankengänge Sie dazu gehabt haben. Und wie heilsam es war, wenn durch die Eltern oder aber auch durch die näheren Bezugspersonen, manchmal ist es auch der Onkel oder die Tante, aufgeklärt werden konnte, was wirklich passiert war. Und das zurück zu diesem Gruselfilm, was ist schlimmer? Die eigene Fantasie und die Möglichkeiten, sich auszumalen, was passiert ist,
oder schlichtweg und einfach die Wahrheit zu hören, die Eltern als kompetente Ansprechpartner zu erleben, Fragen stellen zu können und auch den Eltern meine Ängste mitteilen zu können. Grundsätzlich ist natürlich schon so, dass Erwachsene oftmals die Kinder überfordern in ihrer Gedankenwelt. Und was hilft, ist an der Stelle eher einen Brief zu schreiben. Sie werden wahrscheinlich überrascht sein. Aber in dem Moment, wo ich einen Brief schreibe und selber lese, habe ich die Möglichkeit, diesen Brief meiner Partnerin, meinem Partner zu geben, Freunden zu geben, drüber schauen zu lassen und mir vielleicht die ein oder andere Empfehlung nochmal dazu geben zu lassen. Das ist der eine Grund. Das Formulieren klappt gut. Irmela Wiemann hat das in ihrem Buch »Wie viel Wahrheit braucht mein Kind?« sehr schön beschrieben. Der zweite ist natürlich, wir sind Beteiligte. Ich habe jetzt bis jetzt im Vortrag immer so dargestellt, dass wir natürlich als kompetente Erwachsene gut dem Kind gegenüberstehen und immer auch tolle Antworten parat haben. Das haben wir leider nicht. Und auch wir brauchen manchmal Hilfe. Und gerade wenn es ein Verlust ist, der uns selbst sehr stark betrifft, dann fehlen uns manchmal die Worte. Es ist dann wirklich hilfreich, wenn man auf einen Brief zurückgreifen kann und vorlesen kann. Man sucht nicht nach Worten, man stammelt nicht nach Worten, sondern man kann dem Kind tatsächlich die Antwort geben, von der man selbst überzeugt war, dass sie hilfreich und gut ist. Kinder sollten alles fragen dürfen, was Herz, Seele und den Kopf bewegt. Auch wenn wir als Erwachsene manchmal nicht auf alles eine Antwort haben, auch das dürfen die Kinder erleben. Sollen sie auch erleben. Weil das, was wir den Kindern auch mitteilen können und mitgeben können an der Stelle, ist, dass wir es A nicht können und B, dass wir aber nach einer Antwort suchen und wenn wir sie gefunden haben, den Kindern geben können. Und das ist alles, was das Kind an der Stelle auch braucht. Sicherheit. Machen Sie sich klar, wenn Sie im Gespräch mit den Kindern, mit Ihren Kindern sind, dass Sie kein erwachsenes Verständnis voraussetzen dürfen. Ziel des Gesprächs darf es auch nicht sein, Schmerz zu vermeiden. Das können Sie auch nicht, weil das Kind für sich eine eigenständige Persönlichkeit ist. Schmerz und Trauer, so schmerzhaft das auch klingen mag, gehören zu einem Trauerprozess dazu und helfen mir tatsächlich, meine Beziehung zu dem Verstorbenen neu gestalten zu können. Die Leitlinie für uns als Erwachsene heißt, Erwachsene, also Große bleiben Große und die Kinder bleiben Kinder. Ich komme jetzt zur vorletzten Fragestellung. Wenn Familien trauern. Trauerprozesse laufen nicht geordnet ab. In einer Familie stehen alle Familienmitglieder an unterschiedlicher Stelle innerhalb eines Trauerprozesses. Und das führt auch innerhalb einer Familie ganz häufig zu Spannungen. Das heißt, wenn meine Partnerin oder mein Partner in der Wutphase ist und ich selbst noch in der Schockphase bin, dann haben wir ganz unterschiedliche Bedürfnisse und Bedarfe, das regeln zu können. Oder Wünsche auch an den Partnerin oder die Partner, wie er auf mich eingeht. Manchmal verstehen wir es auch nicht, wenn der jeweils andere gerade in einer Phase ist, wo er nicht mit mir reden mag. In Familien entsteht dann vielfach der Wunsch zur Normalität zurückzukehren. Und das ist tatsächlich auch ein Problem, das sich auch im Laufe der Jahre eher verschlechtert als verbessert hat. Wenn man sich vorstellt, zur Geburt eines Kindes oder zur Hochzeit, da bekommt man schon freie Tage durch den Arbeitgeber.
wenn man Glück hat, zur Beerdigung und man keinen Mehrstundenausgleich nehmen muss oder Urlaubstage, dann ist das wirklich etwas, das den Arbeitgeber mit auszeichnet. Die Krankenkassen definieren heute, wie lange ein Trauerprozess dauert. In der internationalen Klassifikation psychischer Störung wird dafür der gewisse Zeitraum X angegeben. Alles, was über den Zeitraum hinausgeht, gilt dann schon tatsächlich mit als auffällig oder vielleicht sogar auch als Störung in dem Sinne. Dabei ist es so, dass der Tod eines Menschen innerhalb einer Familie nicht nur so viel Trauer und Bestürzung auslöst, sondern tatsächlich auch so viel zu tun ist an der Stelle. Fangen wir bei den Behördengängen an. Fangen wir auch dabei an, dass nicht nur die Beerdigung organisiert werden muss und vielleicht sogar die eigenen Kinder in ihrer Trauer aufgefangen werden müssen, sondern tatsächlich auch die Fragestellung bleibt, zwischen all dem, was zu tun und zu regeln ist, wo bleibe ich denn da eigentlich mit meiner Trauer und wo bleibe ich dann an der Stelle auch mit der Möglichkeit bestehen, für meine Kinder zu sorgen. An dieser Stelle damit umzugehen, stellt für viele Familien eine große Herausforderung dar. Und das ist auch immer wieder der Punkt dann an der Stelle, wo Familien dann in die Beratungsstellen kommen, zu den Therapeuten kommen und dann auch erzählen, dass der Trauerprozess auf ungünstige Art und Weise in Stocken geraten ist. Das heißt, dass die Geschwister ihre eigenen Wege gehen, in ihre Zimmer sich zurückziehen, dass sehr viel Zwist und Streitigkeiten in den Familien herrscht, dass die Partner, obwohl sie so sehr aufeinander angewiesen sind in dieser Phase, einfach auch gegenseitig nicht mehr die Wünsche nach Nähe miteinander leben und decken können. An dieser Stelle habe ich ein Bild übernommen von Tita Kern, die ein sehr gutes Buch auch zu diesem Thema geschrieben hat, wenn Kinder trauern. Ein Bild, in dem es darum geht, in einem Ruderboot zu sein. Und ich gebe mal die Frage an die Regie, das Ruderboot einmal aufzurufen. Danke für den Hinweis. Ein Ruderboot, in dem zwei Paddel sind, jeweils links und rechts. Und ein Paddel steht für den Trauerprozess. Das andere Paddel steht an der Stelle für die Entspannungsphasen. Warum ist das Bild schön aus meiner Sicht? Weil wenn Sie immer im Trauerprozess sind, das heißt nur mit der einen Seite rudern, dann dreht sich Ihr Boot im Kreis. Und das ist der Punkt, wo tatsächlich der Trauerprozess ins Stocken kommt. Wären Sie jetzt nur im Entspannungsprozess, was wahrscheinlich unwahrscheinlich ist, aber das Beispiel wäre das gleiche. Auch hier würde der Prozess ins Stocken kommen. Wichtig ist es tatsächlich von diesem Bild von Tita Kern her zu sagen, es muss beides geben. Damit sich das Boot nicht im Kreis dreht, muss es Phasen der intensiven Trauer geben und es muss auch Entspannungsphasen geben. Und das ist etwas, was für Familien wichtig ist zu verstehen. Zu verstehen, nicht unbedingt, wo der jeweils andere in seinem Trauerprozess gerade steht, sondern zu verstehen, dass er sich gerade jetzt eine Entspannungsphase gönnt, damit es im Trauerprozess weiter vorangehen kann. Kinder können das besser als wir. Manchmal können Kinder an der Stelle auch wirklich große Lehrmeister sein. Bleiben Sie bei dem Bild und stellen Sie sich vor, wie jeweils links und rechts gleichmäßig gerudert wird. Das Boot wird sich voranbewegen und wird am Ende, am Ziel ankommen, eine neue Beziehung, eine neue Bindung zu dem Verstorbenen bewahren und aufbauen können. Das wäre ein optimaler Trauerprozess an der Stelle. Wir haben ein zweites Bild und das ist das Bild eines Leuchtturms. Vielleicht kennen Sie den Spruch, zumindest aus der Beratungspraxis und viele Eltern kennen ihn, glaube ich, auch.
Man kann Kinder nicht erziehen, sie machen einem sowieso alles nach. Als ich vorhin sagte, Große bleiben Große und Kinder bleiben Kinder, bedeutet das, wie ein Leuchtturm auch sein zu können. Gerade in einem Trauerprozess, in dem Familien drinstecken, ist es wichtig, dass die Großen vom Bild her wie ein Leuchtturm den Kindern auch Orientierung und Richtung geben können. Nicht zu verwechseln mit Erwachsene müssen auf alles eine Antwort wissen. Das habe ich damit nicht gemeint. Wenn Sie sich zurückerinnern, man kann Kindern auch deutlich sagen, ich weiß es jetzt noch nicht, ich werde drüber nachdenken und ich werde dir die Antwort darauf geben. Auch das hat etwas von Leitlinien. Für Kinder ist es wichtig, dass sie wissen, dass sie sich auch weiterhin an den Großen, an den Erwachsenen orientieren können und dass sie dort auch Halt und Zuversicht und Schutz erfahren können. Kinder brauchen uns als Erwachsene auch, damit sie verstehen lernen, dass eine Trauer nicht etwas ist, was ansteigt und immer schlimmer wird, sondern Trauer verläuft in Wellen. In Wellen, und dann sind wir wieder beim Ruderboot. Es gibt Phasen, in denen wir trauern, in denen wir tief traurig sind, und es gibt Phasen, in denen wir uns erholen. Und für Kinder ist es deshalb wichtig, das zu wissen, damit sie auch wissen und erfahren können, dass der Trauerprozess nicht etwas ist, was gefährlich ist, sondern etwas ist, durch das man gemeinsam hindurchgeht und gut hindurchgeht. Ich komme damit zu meiner letzten Fragestellung, die die Familien oftmals in der Beratungsstelle bei uns oder aber auch bei Kollegen stellen. Es ist immer wieder die Frage, welche Rituale können entwickelt werden? Und Sie kennen sicherlich verschiedene Möglichkeiten selbst. Sie haben Fotoalben angelegt, Sie haben das Bild des Verstorbenen wahrscheinlich an einer bestimmten Stelle des Hauses platziert, wo bewusst nochmal eventuell mit dem Teelicht Abschied genommen werden kann, wo Blumen niedergelegt werden können. Es gibt Schatzkisten, die angelegt werden können mit Dingen des Verstorbenen. Und es gibt etwas, das heißt, aus den Dingen, die einen Menschen ein Leben lang begleitet haben, etwas Neues machen zu können. Ich weiß, dass meine Frau aus einer Zeit, in der sie lange im Ausland gelebt hat, beziehungsweise wiedergekommen ist, einen Mantel hatte, der nun auch nicht mehr passte. Und es tat ihr einfach in der Seele weh, diesen Mantel wegschmeißen zu wollen. Also habe ich ihn aus dem Altkleidersack herausgefischt, zum Schneider gebracht und habe daraus eine große Tasche nähen lassen. Es spielt überhaupt gar keine Rolle, ob diese Manteltasche heute benutzt wird oder nicht. Aber es ist zum Beispiel auch für Kinder so, an der Stelle, dass wenn Dinge nicht in die Schatzkiste gehen, sondern eventuell eine neue Bedeutung bekommen, zum Beispiel aus dem Plüschmantel kann auch ein Teddybär werden, dass diese Dinge eine große Wertschätzung und eine große Hilfe für Kinder in Trauerphasen sein können. Eine Geschichte, die ich sehr schön fand oder sehr schön finde, habe ich übernommen von Roland Kachas. Der hat eine Fünf-Finger-Übung vorgeschlagen aus seinem Buch Meine Trauer wird dich finden. Und diese Übung, die möchte ich zum Abschluss gerne mit Ihnen gemeinsam machen. Vielleicht noch mal einmal ganz kurz zum Leuchtturm. Das ist eine persönliche Geschichte von mir. Ich war auf dem Weg mit meiner Familie von Norwegen rüber zu den Lofoten. Und wer diese Schiffsfahrt mal gemacht hat aus einem kleinen Kutter, der wird wissen, dass die Überfahrt sehr stürmisch sein kann. Und tatsächlich, so war es auch. Das heißt, auf diesem kleinen Kutter konnte ich in der Nacht
wenn ich nach vorne schaute, den Mond sehen, so hoch schlugen die Wellen das Schiff und ich sah auch den Abgrund des Meeres. Gut, meine Frau würde sagen, ich neige zur Übertreibung, aber so war es wirklich und mir war bäumig schlecht. Ich hatte dann vorgezogen, aus dieser kleinen Kabine hinauszugehen und mich zu erleichtern. Weil ich sah wirklich unser letztes Stündlein geschlagen. Und ich robbte mich am Geländer, heißt das glaube ich, an der Reling. Ich robbte mich an der Reling nach vorne und schaute noch einmal vorne rein, dort wo der Kapitän in seinem Steuerstand saß, und sah dort einen Mann sitzen auf einem Stuhl, der in einer Hand eine Tasse Kaffee hatte und das Schiff in diesem Sturm mit den Füßen lenkte und lachte. Mir war zwar immer noch schlecht, aber an der Stelle wusste ich ganz genau, alles ist gut. Und das ist die Aufgabe, die uns auch als Erwachsene dann an der Stelle zukommt, wenn es darum geht, Kinder in diesem Trauerprozess zu begleiten. Leuchtturm sein. So, an der Stelle schließe ich das jetzt mit dem kleinen Nachsatz, dass nach über 20 Ehejahren meine Ehefrau mir sagte, dir ist aber schon klar, dass du diese Reise nicht mit mir gemacht hast. Okay, an der Stelle bitte ich um Entschuldigung. Ich möchte jetzt mit Ihnen zum Abschluss, bevor wir dann in die Pause gehen, die Fünf-Finger-Übung machen. Ich würde Sie einfach bitten, sich eine bequeme Sitzposition zu suchen, etwas weiter zurückzulehnen, noch einmal die Hände miteinander zu verschränken, zu entspannen und Folgendes zu machen. Ich bleibe beim Du, weil das Verhältnis zum Körper ist immer eigentlich Du und nicht Sie. Lege deinen Daumen und deinen Zeigefinger aneinander. Halte die Finger aufeinander und rufe dir jetzt eine schöne Geschichte und eine schöne Erinnerung an einen Menschen, der verstorben ist, zurück in deine Erinnerung. Rufe dir eine schöne Geschichte oder Erinnerung an einen Menschen wach, die schon lange zurückliegt. Beschreibe die Geschichte für dich in ein, zwei Sätzen. Beschreibe diese Geschichte in ein, zwei Sätzen für dich lebendig. Und genieße dieses wunderbare Gefühl der Erinnerung. Lass es spürbar werden. Und lass es sich ausbreiten. Genieße die Erinnerung. Nimm die Finger langsam wieder auseinander, so dass die Erinnerung auch langsam wieder verblasst. Lege nun Daumen und Mittelfinger aufeinander und rufe dir eine Geschichte an einen Menschen, der verstorben ist, wach. Eine Geschichte, wo ihr was unternommen habt, was mit viel Freude verbunden war. Sage dir in ein, zwei Sätzen, was das war. Genieße diese lebendig werdende Erinnerung. Atme dabei. Lass diese wunderbare Erinnerung in dir spürbar werden. Lass sie sich langsam ausbreiten. Löse die Finger wieder voneinander, sodass die Erinnerung langsam verblasst. Lege nun Daumen und Ringfinger aneinander und erinnere dich an etwas Schönes, was dich mit diesem verstorbenen Menschen sehr zusammengehalten hat. Lass diese Erinnerung in dir lebendig werden. Genieße dieses wunderbare Gefühl, lass es spürbar werden, beschreibe es in ein, zwei Sätzen.
und lass es sich ausbreiten. Und wenn du magst, atme tief durch dabei. Löse Daumen und Ringfinger wieder voneinander und lasse sich Daumen und kleinen Finger berühren. Denke an einen verstorbenen Menschen, mit dem du zusammen etwas Lustiges und Fröhliches erlebt hast oder vielleicht sogar etwas völlig Verrücktes. Beschreibe das in ein, zwei Sätzen für dich. Schreibe diese Geschichte lebendig und lass dieses wunderbare Gefühl der Erinnerung in dir spürbar werden und lass es sich ausbreiten. Genieße dieses Gefühl noch einen kleinen Augenblick und löse dann Daumen und kleinen Finger voneinander. Das ist damit gemeint, unter anderem mit der neuen Herangehensweise, nicht in einem Trauerprozess zu einem Menschen abzuschließen und sich emotional zu distanzieren, sondern eine neue Beziehung und eine neue Bindung zu ihm aufnehmen zu können, es verwandeln zu können in positive Art und Weise. So, jetzt bin ich mit meinem Vortragsteil zu Ende. Sie haben jetzt einfach 10 Minuten Zeit, die Dinge zu tun, die jetzt auch wichtig sind. Und achten Sie darauf, dass das Mikrofon ausgeschaltet bleibt an der Stelle. Und wir sehen uns in 10 Minuten wieder und stellen Sie gerne Ihre Fragen im Chat. Wir sammeln sie hier, wir bündeln sie und versuchen sie dann zu beantworten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit bis jetzt. Hallo. Schön, dass Sie noch geblieben sind. Ich hoffe, Sie haben viele Fragen mitgebracht. Noch sind im Chat keine angegangen. Das kann an zweierlei liegen. Das eine kann natürlich sein, dass keine Fragen offen geblieben sind. Das wäre natürlich super. Das heißt, ich alles beantworten konnte, was Ihnen jetzt gerade so auf der Seele brannt. Oder, nein, das zweite, das möchte ich gar nicht zu Ende denken, weil Sie sind ja noch online. Wenn jetzt noch keine Fragen hereinkommen, würde ich Ihnen einfach 3 Bilderbücher vorstellen. Und zwar sind das Bilderbücher mit vielen Dank an den Verlag, die wir also dann auch wirklich hier so öffentlich vorstellen dürfen. Das eine Buch, das ich Ihnen hier jetzt in die Kamera zeige, Der Baum der Erinnerung. Ein aus meiner Sicht wunderschön gemaltes und geschriebenes Buch von Britta Teckentrup. Und das Schöne an dem Baum der Erinnerung ist, dass hier ganz bewusst auch der Tod benannt wird und das Trauern benannt wird und dass die Tiere des Waldes Abschied nehmen vom Fuchs. Und ja, doch nochmal die erste Seite in die Kamera halten, auch weil der Verlag dem ausdrücklich zugestimmt hat. Und Sie können schon anhand der Zeichnung auch erkennen, mit welcher Einfachheit und trotzdem mit wie viel Liebe dieses Buch gezeichnet wurde. Vom Klappentext heißt es, der Fuchs hatte ein langes und glückliches Leben, aber jetzt war er müde. Dieses Bilderbuch geht über Leben und Tod und die Erinnerungen, die bleiben, wenn man einen geliebten Menschen verliert. Also es geht genau um das Thema, was so wichtig ist, was ich angesprochen habe. Nicht, dass man sich emotional von einem Menschen verabschiedet, sondern dass man die Beziehung zu ihm verwandelt und neu entstehen lässt. Ein zweites Buch, etwas humorvoller geschrieben, heißt schlichtweg und einfach Die besten Beerdigungen der Welt. Und bei den Eltern und bei den Kindern ist, wenn wir mit ihnen bei uns im Zentrum für Kindesentwicklung arbeiten in Moosburg,
ist erstmal eine Schockierung. Wie kann man eigentlich die besten Beerdigungen der Welt organisieren können, wo doch eigentlich alle in Schockstarre sind? Hier aber geht es in diesem Buch darum, tatsächlich, dass drei Kinder sich Gedanken machen, wie man Beerdigungen organisieren kann und wie man den Toten, den Verstorbenen noch gute Dinge mit auf den Weg gibt. In vielen Beerdigungsinstituten im Übrigen wird auch heute schon es so gemacht, dass Kinder mit eingebunden werden. Die dürfen zum Beispiel den Sargdeckel mit bemalen. Ist mit eine der Ideen, nicht die unbedingt aus diesem Buch kommen, aber auch mit eine der Ideen, die in diesem Buch unter anderem auch mitgestaltet werden. Die besten Beerdigungen der Welt. Und entspricht dem auch, dass Kinder mit sehr viel Humor an das Thema Sterben, Tod und Verlust herangehen können. Ein letztes Buch, das nicht unbedingt etwas mit dem Sterben zu tun hat, sondern, so wie ich Ihnen erzählte, viele Familien, die zu uns kommen, wo schon seit über 6 Monaten auch teilweise ein Mensch verstorben ist, aber den Kindern noch nicht gesagt wurde, ist dieses hier, ein Buch, das auch sehr geliebt wird von den Kindern. Was macht man mit einem Problem? Und in diesem Buch wird unter anderem auch benannt, was ein Problem natürlich ausmacht, aber auch, wie man Lösungswege gehen kann, um dahin zu kommen, das Problem tatsächlich so zu verwandeln, und da sind wir wieder beim Verwandeln, dass eine neue Beziehung und eine neue Lösung entsteht. Dieses Buch wurde geschrieben, und jetzt wird es wahrscheinlich schwierig für mich, Kobi Yamada mit wunderhübschen Zeichnungen. Und wer sich dann auch immer noch begeistern kann für diesen Buch, es gibt 3 Teile. Was macht man mit einer Idee, ist zum Beispiel der 2. Teil davon. So, ich gucke gerade rüber und habe den Eindruck, es ist noch eine Frage gekommen. Danach gibt es noch eine, aber von ja. Ja, sollte man Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren zur Beerdigung mitnehmen? Wie ich schon erzählte, sollte man sich natürlich auch immer die Fragen stellen, nicht nur wie alt ist das Kind, was kann ich meinem Kind zumuten und zutrauen und kann ich meinem Kind gegenüber auch wirklich Leuchtturm sein? Was nicht bedeutet, dass sie die ganze Zeit über Stärke zeigen müssen, sondern einfach, die Großen bleiben die Großen, die Kleinen bleiben die Kleinen, die Kinder werden an die Hand genommen und können durchgeführt werden. Grundsätzlich auch hier, fragen Sie das Kind, ob es mit möchte. Es ist natürlich eine ganz große Chance, die darin steht, auch sich zu verabschieden. Und auch das sollte vorbereitet werden. Vorbereitet werden auch wirklich in dem Sinne, dass dem Kind klar ist, dass der Verstorbene auch tot ist und nicht schläft. Wenn Sie sich erinnern, aus dem Schlaf wacht man irgendwann heraus, die Kinder sollten in dieser Fantasie nicht alleine gelassen werden. Wenn das Kind bejaht und dabei sein möchte und es nichts dagegen spricht aus Ihrer Sicht, dann können Sie natürlich Ihr Kind mitnehmen. Bei uns in der Beratung habe ich noch kein Kind erlebt, das durch die Teilnahme an einer Beerdigung traumatisiert wurde. Viele Kinder habe ich aber erlebt, die mit ihren Fragestellungen allein gelassen wurden. Aber die oberste Prämisse heißt, fragen Sie das Kind, was es möchte. Okay, die Frage ist jetzt etwas außerhalb des Themas, inwieweit man das auch auf Trennungssituationen mit Kindern übertragen kann. Vielleicht haben Sie ja die Möglichkeit, das nochmal etwas konkreter zu formulieren, weil die Frage ist sehr allgemein,
Vielleicht haben Sie die Möglichkeit, jetzt im Chat nochmal das etwas genauer zu beschreiben, was Sie meinen. In Trennungssituationen, und das ist ja auch eine Form des Verlustes, ist es natürlich wichtig, bei der Wahrheit zu bleiben, das Kind mit dem Gesagten nicht zu überfordern. Das heißt also wirklich in einer einfachen Sprache zu sprechen und auch dem Kind Vorbild zu sein. Denn das Problem, das wir in der Beratung immer wieder erleben mit den Familien, ist an der Stelle dann, dass nur Halbwahrheiten teilweise ausgesprochen werden, dass sehr viele Emotionen mitschwingen, die häufig mit Verletzung und Wut auf den Partnerin oder die Partnerin zu tun haben und dass das Kind als schwächstes Glied in der Kette genau dazwischen steht, der Teil, der am wenigsten aushalten kann. Es gibt viele Beratungsstellen, die Sie dann hier an der Stelle sehr gut auch zum Beispiel unterstützen können. Aber meist ist es so, dass wir Erwachsenen für uns erstmal was zu klären haben. Oh, zwei Fragen. Nein, eine Frage. Okay. Okay, in der Frage hier, okay, also es geht um die Fragestellung einer Bindungsstörung, ob die etwas mit dem Tod des Opas zu tun haben kann. Die Bindung eines Kindes ist grundsätzlich immer zu den primären Beziehungspersonen, sprich den Eltern. Und die Bindung eines Kindes baut sich in den ersten zwei Lebensjahren auf. Das heißt also, wenn das Kind 2 Jahre alt ist, ist in der Regel das Thema Bindung abgeschlossen. Das Kind geht in Beziehung zu den Großeltern, geht in Beziehung natürlich zu Onkel und Tanten. Das heißt, eine Bindungsstörung an der Stelle ist vermutlich nicht anzunehmen, weil das Thema Bindung abgeschlossen ist. Aber die Beziehung ist natürlich lebenslang und wird auch immer wieder neu definiert. Und natürlich kann es sein, dass eine Beziehung zu einem geliebten Menschen, wenn der Trauerprozess nicht abgeschlossen ist, auch etwas sein kann, was zum Beispiel auch stark mit Ängsten und auch Selbstwert im Zusammenhang steht. Kann sein, aber ich bitte um Verständnis, dass ich natürlich die Frage, die auf der einen Seite sehr speziell ist, aber auf der anderen Seite auch sehr allgemein, weil ich ja Ihre Familiengeschichte nicht kenne, nicht hinreichend endgültig beantworten kann. Das wäre tatsächlich dann wichtig, dies in einem Beratungsgespräch dann zu tun, um Ihnen auch adäquat helfen zu können oder auch Hilfen an die Hand geben zu können. Oh, okay, gut. Ja. Wie werden die Trauerphasen der Kinder benannt, wenn sie anders sind als die der Erwachsenen? Wir benutzen an der Stelle nicht den Namen von Trauerphasen, also wenn man zum Beispiel sagt, Phase der Verleugnung oder die Phase der Verzweiflung, dann zum Beispiel auch, wenn man die Phase der Vereinsamung, Vergebung, Versöhnung, Neuausgestaltung, das machen wir nicht. Das heißt, wenn Sie sich an den Vortrag erinnern, die Kinder gehen immer in einzelne Phasen kurzfristig hinein und dann wieder hinaus. Und das kann tatsächlich sein, dass es dann auch eine Phase gibt, in der sich das Kind zurückzieht. Oder eine Phase, in der das Kind mit besonderer Wut reagiert. Aber da die Phasen bei den Kindern
sehr anders sind, also einfach von der Intensität her, würde ich das an der Stelle mit den Phasen, die der Erwachsene durchläuft, nicht in Verbindung bringen. Wie macht sich Trauer bei einem Kind bemerkbar? Ja, nicht viel anders an der Stelle dann als bei uns. Also es gibt natürlich, wenn Sie sich erinnern, die Säuglinge, die dann unruhig werden, die können auch dann natürlich Störungen im Schlaf haben, können Fütterungsstörungen auftreten. Je älter die Kinder werden, differenziert sich das natürlich noch weiter aus. Also ein Kind kann sich auch in sein Zimmer zurückziehen, für sich alleine spielen wollen. Ältere Kinder lenken sich gerne ab mit Computer, Videospielen, mit Musik hören. Das sind, wenn man das so betrachtet, auch gesunde Phasen, dieses sich zurückziehen wollen, allein sein wollen. Es wird dann schwierig, wenn diese Phasen sich ausdehnen und die Kinder keinen regelrechten Bezug mehr haben zur Wirklichkeit. Das bitte nicht verwechseln mit einer psychischen Erkrankung, sondern an der Stelle ist dann einfach so, dass das Kind aus seiner Trauerphase, aus seinem sozialen und auch aus seinem emotionalen Rückzug alleine selbstständig nicht mehr herauskommt. Ansonsten können Sie das am Schlaf bemerken, Sie können es am Essen bemerken, entweder am vermehrten Essen, Sie können es am weniger Essen bemerken. Sie können bemerken, dass zum Beispiel Ihr Kind, fällt das deutsche Wort gerade für dich ein, also regressiv wird, also in eine frühere Entwicklungsphase zurückgeht. Ja, also es kann auch Einnässen sein. Es kann auch sein, dass das Kind plötzlich wieder anfängt, mit Duplo-Steinen zu spielen, obwohl es schon auf einer ganz anderen Ebene war mit Lego-Technik. Wenn wir in Phasen sind, das gilt für uns Erwachsene ganz genauso, in Phasen sind der inneren Unruhe, Verzweiflung, Ängste oder Trauer, wir gehen auf eine Entwicklungsstufe zurück, in der wir uns sicher und geborgen fühlen können. Und das ist auch wichtig. Das hat was mit unserem Selbstwert zu tun. Aber schwierig wird es dann, wenn das Kind nicht mehr aus der Phase alleine herauskommt. An der Stelle sollte man unbedingt den Kinderarzt mit ins Vertrauen ziehen. Man sollte auch nach dem Kinderbeziehung, also Kinderarzt ist immer die wichtigste Ansprechperson, ja. Und zusätzlich kann man sich natürlich auch entscheiden, eine Beratungsstelle, einen Therapeuten aufzusuchen, beziehungsweise ist es wichtig, das ist im Vortrag gerade zu kurz gekommen, wenn ein Verlust stattgefunden hat, auch immer die Erzieher mit einzubeziehen, damit sie Bescheid wissen, dass das Kind gerade in einer Trauerphase ist, vielleicht auch emotional gerade etwas instabiler sich zeigt. Wie kann man den Trauerprozess im Kindergarten begleiten? Gute Frage. Ist eine Frage tatsächlich, wo wir Workshops, also das heißt Seminare, für Fachkräfte machen. Lässt sich sicherlich nicht kurz beantworten, aber Trauerprozesse im Kindergarten zu begleiten, ist, wenn die Eltern das wünschen, Voraussetzung, ist sehr hilfreich. Als wir in Buxtehude anfingen zu arbeiten, in einem Kindergarten, waren zwei Geschwister da, an die ich mich noch sehr gut erinnern kann, die einen Elternteil verloren hatten. Und als der Kindergarten gemeinsam auf Wunsch der Eltern uns ansprachen und wir dann tatsächlich im Kindergarten als auch in der Schule, Geschwister waren altersmäßig etwas auseinander, tatsächlich das aufgelöst haben, dass es kein Geheimnis mehr war, passierte erstaunlicherweise Folgendes. Die Kinder wurden nicht ausgegrenzt, die wurden nicht bemitleidet, sondern plötzlich kamen ganz viele andere Kinder und erzählten auch, dass bei ihnen der Opa, Oma, ein Elternteil gestorben ist, etc. Also die Kinder erfuhren plötzlich, dass sie mit dem, was sie erlebt hatten, nicht mehr alleine waren,
für diese Kinder und für die sehr gute emotionale Unterstützung und Führung durch die Pädagoginnen, die Erzieherinnen und Erzieher in der Einrichtung, hat das also für die Kinder einen ganz, ganz großen Entwicklungssprung nach vorne gebracht. Kann es hilfreich sein, einem Kind zu erklären, dass Verstorbene zu Engeln werden? Ja, wenn sie daran glauben. Also, das ist natürlich auch eine Religionsfrage. Und in den unterschiedlichen Religionen kann es sein, dass sie natürlich da auch auf verschiedene Schwierigkeiten stoßen. Eine Familie, das sagte ich ja im Vortrag, wenn Sie sich vielleicht erinnern, ist ein in sich auch sehr autonomes System. Und wenn es Ihnen und Ihrer Familie entspricht und auch wirklich eine für Sie bestätigte Glaubensfrage ist, warum sollte es nicht möglich sein, den Kindern auch von Engeln zu erzählen? Letztlich, wenn Sie sich die christliche Religion anschauen, werden dort ja auch so bei näherer Betrachtung viele Fragen aufgeworfen, wo man vielleicht nicht so ganz logisch dem folgen kann. Aber es ist hier im wahrsten Sinne des Wortes eine Glaubensfrage und damit eine Überzeugungsfrage für dieses Familiensystem. Wichtig finde ich nur, ich betone das immer wieder, dass Kinder klar haben, der Verstorbene schläft nicht, sondern er ist verstorben und er ist tot. Geben Sie es zu. Sie haben alle Tee gekocht in den 10 Minuten. Und jetzt kommen die Fragen, aber das ist auch in Ordnung. Was sollte man tun, wenn man sich als Erwachsener selbst zurückziehen möchte in der Trauer und den Kindern nicht helfen kann oder unterstützen kann, wie man gerne möchte? Frage ist, verstehen das die Kinder? Wenn ich jetzt sage, dass eine Familie ein für sich ja autonomes System ist, heißt es noch lange nicht, dass sie alleine auf einer einsamen Insel wohnen. Ich weiß nicht, ob es das ist, was Sie damit gemeint haben. Es gibt Grenzen und es gibt auch für uns als Erwachsene Grenzen. Leuchtturm sein, das heißt, den Kindern Halt und Führung nicht nur im normalen Leben, sondern auch in schweren Situationen zu geben, muss nicht bedeuten, ich muss alles alleine machen, sondern ich kann dafür sorgen, dass meine Kinder auch unterstützt werden. Das können tatsächlich nähere Familienangehörige sein, als natürlich auch Freunde innerhalb der Familie. Wichtig ist, dass deutlich wird, dass, wenn sie es nicht selbst können, dafür sorgen, dass andere es tun und die Kinder in dieser Gewissheit sind. Den nehme ich noch mal einmal ganz kurz nach hinten. Kann ein Kind durch die Trennung der Eltern Verlustängste bekommen? Ja. Ich würde gerne die Frage einfach nur mit Ja beantworten. Sie ist natürlich wesentlich differenzierter und man muss tatsächlich auch hier genau in den Einzelfall hineingehen. Was heißt es, Verlustängste zu bekommen? Wenn man sich die Gerichte anguckt, die sind recht klar. Auch die Gesetzgebung ist an der Stelle klar. Ein Paar trennt sich und das ist völlig normal. Ja, wenn wir in Workshops und Seminaren sind, dann sage ich immer, okay, alle Teilnehmer, die in ein Elternfamilien wohnen, wo die Eltern schon seit 30 Jahren verheiratet sind, die gehen bitte auf die eine Seite, alle anderen, die aus Patchwork-Familien kommen, gehen bitte auf die rechte Seite. 3/4 der Teilnehmer stehen auf der rechten Seite. Es ist vollkommen normal und immer schon gewesen, in Patchwork-Familien aufzuwachsen. Verlustängste. Wann entstehen Verlustängste bei dem Kind? Letztlich dann, wenn es keine Gewissheit hat oder Verlustängste tatsächlich einsetzen können, weil sie real sind. Beratungsstelle. Wenn Sie den Eindruck haben,
dass Ihr Kind Verlustängste hat, wenden Sie sich gerne an uns oder wenden Sie sich an eine kirchliche oder freie Beratungsstelle, die Sie an der Stelle unterstützen, beraten kann, die vor allen Dingen aber Ihnen zuhört, ganz speziell, wie ist die Trennung abgelaufen und welche Ängste haben Sie wahrgenommen. Wie weit sollte ich vorweggreifen oder das Kind vorbereiten, dass in naher Zukunft ein geliebter Mensch sterben wird? Ja, das ist in der Tat eine Frage, die ich im Vortrag nicht berücksichtigt habe, weil auch sie sehr differenziert ist. Die grundsätzliche Frage ist, wie tief ist das Verhältnis des Kindes und umgekehrt des Menschen, der versterben wird, zueinander? Es ist eine ganz große Chance, natürlich, für beide, voneinander Abschied zu nehmen. Dieter Kern hat auch in ihrem Buch ein Beispiel beschrieben, was ich auch sehr schön finde, wo dann zum Beispiel der Mensch, der in Krankheit ist und bald versterben wird, einen Handabdruck von sich macht. Und in jeden Finger dieses Handabdrucks entweder gute Wünsche schreibt, die er dem Kind mitgibt, oder aber auch die Stärken des Kindes in jeden einzelnen Finger hineinschreibt, Entschuldigung, die es beim Kind sieht, von denen er hofft, dass es diese Fähigkeiten und Stärken weiterentwickeln wird. Es ist eine Chance. Es ist eine Chance, die der Mensch, der stirbt, und das Kind dann zueinander haben. Was nicht zu vergessen ist, ist natürlich, dass ein Mensch, der stirbt und eventuell auch Schmerzen hat, auch unter Umständen von sehr negativen Gefühlen begleitet wird. Wut, Verzweiflung, Traurigkeit. Das sollte berücksichtigt werden. Es gibt in dem Urach-Haus, einem anthroposophischen Verlag, eine Geschichtensammlung unter dem Namen Das Gold der Armen. Und am Ende dieses Buches gibt es eine Geschichte, die heißt Opas letzte Geschichte. Der Opa, der verstirbt und mit seinem Enkel in Kontakt tritt, sozusagen auf dem Sterbebett, ihm von seinen Ängsten erzählt, aber auch davon, woran er glaubt, wie es für ihn nach dem Leben weitergeht. Eine wunderschöne Geschichte, wo es halt darum geht, dass wir in unserem Leben Samen in unseren Garten setzen, in unseren imaginären Garten, und diese Saat wird aufgehen und nach unserem Leben hier auf der Erde werden wir in diesen Garten geführt und können betrachten, was aus den Samen alles geworden ist. Es ist eine wunderschöne Geschichte über den Opa und den Enkel und wie beide in dieser Zeit voneinander Abschied nehmen. Es gab noch mal eine Nachfrage, wo ich sagte, könnten Sie bitte Ihre Frage noch weiter spezifizieren. Die Frage ist, ob das Auseinanderbrechen der Familie bei einem Kind ähnliche Gefühle auslösen kann wie der komplette Verlust eines Menschen. Jein, ganz deutlich ein Jein, weil der Tod ist endgültig. Und als ich ja erzählte, dass es wichtig ist für das Kind, diese Endgültigkeit zu verstehen, aus meiner Sicht, damit die Beziehung verwandelt und neu definiert werden kann, ist es beim Auseinanderbrechen der Familie natürlich ein sehr dynamischer Prozess. Und dieser dynamische Prozess braucht nach Möglichkeit einen Abschluss, also einen normalen Abschluss. Sprich, dass die Familie nicht auseinanderbricht, sondern die Elternschaft bleibt bestehen. Die Ehe, die Partner einer Lebensgemeinschaft, die können auseinandergehen.
Das ist normal. Elternschaft bleibt bestehen. Und das ist das, aus meiner Sicht, was es wichtig ist, auch dem Kind zu vermitteln. Dass genau das Eltern bleiben Eltern. Und ich weiß aus der Arbeit, wie schwierig das ist, genau das umzusetzen. Aber auch hier gibt es Beratungsstellen in der Stadt Buxtehude, im Land Niedersachsen, bundesweit, qualifizierte Fachkräfte, die Eltern genau darin unterstützen, Eltern zu bleiben. Auch wenn das manchmal ein langer und auch haariger Prozess ist. Okay. Es kommt noch eine Frage. Okay. Ja, Entschuldigung, dass ich bei der Frage lächeln muss, weil es war heute auch ein Thema in der Arbeit. Also, es wird gefragt, ob es richtig ist, dass wenn ein Elternteil gestorben ist, das Kind damit getröstet wird, dass es alles bekam, was es wollte. Ja. Okay, jetzt sehen Sie wahrscheinlich den Tisch nicht. Ich habe die Hände also davor. Es ist jetzt zweierlei. Zweierlei, weil es auf der einen Seite natürlich eine vermeintliche Hilfestellung sein soll, aber höchstwahrscheinlich auch eine Hilflosigkeit des anderen Elternteils oder der nahen Familienangehörigen, das Kind zu trösten. Und das gelingt ja auch. So. Nur das eine ist, was lernt das Kind? Es lernt, dass, ich sag's mal ein bisschen einfach und vielleicht auch ein bisschen platt, Konsum hilft. Ja. Und es setzt damit den Trauerprozess, das heißt also auch die Möglichkeit, die Beziehung zu verwandeln und eine neue Beziehung zum Verstorbenen zu definieren, damit außer Kraft. Und das, worüber ich schmunzeln muss, ist, das nennen wir gelerntes Verhalten. Es besteht natürlich auch die Gefahr, dass Kinder dadurch lernen, wie man Erwachsene auch steuern kann. Denn wenn ich traurig bin und nicht weiter weiß, dann hilft es mir zu konsumieren. Es ist unter anderem auch immer ein Thema, wenn es ums Essen geht. Wenn es mir schlecht geht und ich viel esse, geht es mir besser. Bedeutet, ich muss mich nicht mit meinen schlechten Gefühlen auseinandersetzen. Und wenn ich zu viel gegessen habe, dann geht das Ganze schwallweise wieder oben raus. Ist auch eine Form der Erleichterung im ersten Ansatz. Aber es ist sicherlich kein Weg, um Gefühle von Angst und von Trauer und von Verlust adäquat verarbeiten zu können. Auch hier, es gibt viele, viele Unterstützungsmöglichkeiten, die helfen können, tatsächlich von dem einen die Abkehr zu finden. Konsum hilft uns nicht in allen Lebenslagen, mit negativen, mit traurigen Gefühlen umzugehen. Sondern was uns hilft, ist in der Regel der Kontakt zu anderen Menschen und dass diese anderen Menschen mit mir gemeinsam auch Gefühle von Verlust und Trauer aushalten, damit ich es verwandeln kann, damit ein neuer Weg beschritten werden kann. Okay, das waren eine ganze Menge Fragen. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie so lange zugehört haben. Vielen Dank für Ihre vielen, vielen und sehr differenzierten Fragen. Vielen Dank nochmal an die Stadt Buxtehude für die Möglichkeit, diesen Vortrag heute online mit Ihnen gemeinsam halten zu können. Dankeschön. Bleiben Sie noch dran. Ja, von uns auch ein herzliches Dankeschön an Sie, Herr Wagner. Schön, dass Sie es möglich gemacht haben, heute Abend herzukommen.
Gerade nach gestern schätzen wir solche Formate noch mal mehr und wir glauben, dass es auch in der nächsten Zeit leider so bleiben wird. Wirklich toll, dass Sie es so möglich gemacht haben. Und für uns war es das erste Mal und wir waren eigentlich ganz zufrieden mit der Technik und auch ganz toll, wie Sie es gemacht haben. Dankeschön. Ein dickes Dankeschön aber auch an den Stadtelternrat, an die Stadtbibliothek, an die Volkshochschule, die ganzen Kooperationspartner, die uns dabei unterstützt haben. Genau. Ja, ich möchte mich auch noch mal einmal herzlich bedanken bei Ihnen, dass Sie ja so aktiv teilgenommen haben, Ihr reges Interesse gezeigt haben durch die ganzen Fragen. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Ja, bleiben Sie gesund und wir hoffen, dass wir das Format natürlich mal wieder wiederholen können und Sie so die Möglichkeit haben, auch das nächste Mal wieder dabei zu sein. Wir haben ja alle Ihre E-Mail-Adressen in den folgenden Tagen von uns noch eine Bücherliste bekommen. Vielleicht können wir auch die Bücher, die Herr Bartner heute vorgestellt hat, da auch noch mit aufnehmen, damit Sie, falls Sie Interesse haben, sich selbst auch nochmal was kaufen können, sich nochmal belesen können. Oder auch mit Ihren Kindern zu bestimmten Themen auch arbeiten können oder mit denen ein Buch ansehen können dazu. Genau, und wir hatten schon ein bisschen Feedback bekommen. Dafür bedanken wir uns ganz lieb. Und wenn Sie noch Feedback haben, wir freuen uns per E-Mail, teilen Sie es mit. Konstruktive Kritik. Schreiben Sie es gerne noch in die Antworten und Fragen rein, wenn Sie jetzt noch ein bisschen da sind. Wir freuen uns darüber. Einen schönen Abend. Und bleiben Sie gesund. Tschüss.